Hallo! Ein neues Set in Assassin's Creed Valhalla, ein paar neue Blitzi-Waffen. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Farmnard und hier auf dem Kanal dreht sich natürlich alles rund um Farming. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei bleibt. Und ja, wir schauen uns jetzt das neue Set an im Gamerino. Und mal gucken, ob ich es heute shoppen kann. Denn das ist nicht immer so möglich. Heute dreht sich um den tobenden Sturm, den ihr hier nicht seht, weil meine Facecam davor war. Ja, sehr smart von mir auf jeden Fall. Die Götter haben das Wesen eines Sturms gefangen und so weiter und so fort. Drin sind vier Waffen. Ein Schwert. Sieht geil aus. Ein Bogen. Sieht geil aus. Ein Hammer. Sieht geil aus. Will ich wahrscheinlich nicht benutzen, weil es ein Hammer ist. Und ein Speer. Kaufen wir das Ganze mal. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich hatte aber heute noch keinen Online-Dienstfehler. Ist also nicht alles immer safe an der Stelle. Oh, First Try. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal 2007 oder so. Na gut, so lange gibt es das Game jetzt noch nicht. Wir schauen uns an, was gibt es an coolen neuen Waffen. Und wir benutzen die. So, ich muss sagen, zu diesem Blitz-Set finde ich, passt die Thors-Rüstung total. Und die ist kostenlos. Also, ich weiß nicht, ob es von den Stats passt. Das gucken wir jetzt gemeinsam erstmal im Detail an. Also, wir fangen an mit dem Windbogen. Ja? Fernkampfschaden wird in Kampfsituationen erhöht. Der Bonus wird schwächer, je länger du im Kampf bleibst. Also, je kürzer der Kampf, umso stärker sind wir. Bis schließlich der minimale Bonus erreicht ist. Die Abklingzeit beginnt beim Verlassen des Kampfgeschehens. Ja? Für 10 Sekunden haben wir 40 bis 10 Fernkampfschaden. Das heißt, nach ja, wahrscheinlich 7,5 Sekunden haben wir dann nur noch plus 10. Ich weiß nicht, ob das in Stufen geht, in 10er-Stufen. Ich denke so, ja. Also 2,5 Sekunden sind um, dann haben wir nur noch 30, 2,5 sind um, dann haben wir nur noch 20, dann haben wir 2,5 Sekunden um, dann haben wir nur noch 10 und dann sind 2,5 weitere Sekunden um. Der Bonus ist weg und die Abklingzeit von 20 Sekunden beginnt. So stelle ich mir das vor. Wichtig an der Stelle, im Kampf. Das ist kein Stealth-Kill. Wenn wir jemanden einfach nur so abschießen, bäm, ist es kein Kampf, dann gilt das nicht. Ja, so mittel, würde ich mal sagen. Aber ich muss sagen, die Optik des Bogens. Holy shit, ist das ein Brecher, Mann. Dermaßen geil. Ich liebe das. Ich liebe die Optik dieses Bogens. Finde ich total genial. Freue ich mich auf jeden Fall über diese Blitze. Gehen wir weiter zu den Nahkampfwaffen. Kurz vorher nochmal zu Räder, würde ich sagen, ja. Oh, guck mal, dunkle Rittersegel. Die könnte ich mir mal gönnen. Schuppi, der Rabe. Nicht schlecht als Drache. Könnt ihr noch bis Dienstag holen. Helsverdammnis. Ja, nee. Würde ich euch nicht empfehlen. Aber Schuppi ist cool. Ja. Diesen wunderschönen Eisbart habe ich übrigens vom Mulefest bekommen, falls ihr euch das fragt. Weiter mit den Nahkampfwaffen. Ja, also das ist jetzt kein geiler Stat, 40 bis 10. Nur für Optik. Und das Problem mit dem Raubtierbogen ist, ihr seht ihn nicht, während ihr ihn benutzt, weil ihr im Zoom seid. Donnerklinge ist das Kurzschwert. Optik finde ich sehr, sehr geil. Damaststahl mit Blitzen und hier goldenen Isu-Verzierungen. Das ist nice. Kritischer Schaden wird in Kampfsituationen erhöht. Wird schwächer, je länger du im Kampf bleibst, bis schließlich der minimale Bonus erreicht ist. Wobei scheint eigentlich so, also bis schließlich der minimale Bonus erreicht ist, klingt so, als wäre das abschließend mit einer unteren, ja nicht Deckelung, mit einem Boden, das heißt mit einem Minimum von 10 Crit-Schaden, kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Das haben wir generell sehr häufig in Valhalla gehabt, dass die deutsche Übersetzung nicht akkurat ist. Und du kannst im Deutschen so präzise formulieren, dass genau klar ist, was eigentlich mit diesen Stats los ist, aber wahrscheinlich ist es nicht so. Ja? Also ich denke nicht, dass das beim minimalen Bonus bleibt, sondern auf Null droppt. Selbe Geschichte wie hier, viermal stapelbar. Ja, das heißt, die Stapel verfallen im Rahmen des Kampfes. Hat man am Ende dann noch einen Stapel, dann irgendwann Null Stapel, spätestens nachdem der Kampf verlassen wurde. Optik geil, Crit-Schaden auch cool. Also Crit-Schaden passt, kann man mitnehmen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch hier sowas wie das Shinobi. Ja, die Shinobi-Waffen, total genial. Ich würde sagen, die sind definitiv besser als das. Also ich glaube, dass das chinesische Set, das japanische Set, das ist eher mein Favorit. Gehen wir auf den schallenden Aufprall. Auch das Teil sieht geil aus. Betäubung wird in Kampfsituationen erhöht. Der Bonus wird schwächer, je länger du im Kampf bleibst, bis schließlich der minimale Bonus erreicht wird. Deswegen passt natürlich perfekt zum Mjölnir, ne? Also machen wir uns nichts vor. Jeder Treffer hat die Chance, allen Gegnern Betäubungsschaden zuzufügen. Und hier Betäubungsbonus wird quasi erhöht. 40 Betäubung. Hier haben wir auch einen 192er Betäubungswert drauf. Hier ein 193,5er. Ah, guck mal hier. Mjölnir ist noch nicht auf der höchsten Stufe. Machen wir das mal, obwohl ich ihn niemals benutzen werde. Lul. Mein armes Titan. Ja, passt sehr, sehr gut zusammen für alle, die gerne betäuben. Nicht der geilste Stat
so. Also ich finde Betäubung nicht so interessant. Ich gehe immer auf Crit-Chance oder Crit-Schaden oder kritische Treffer erzeugen irgendeinen Effekt. Das sind immer meine Stats. Aber es passt perfekt zusammen. Ne? Also das muss man jetzt nochmal sagen hier. Die beiden in Kombination. Hier Mjölnir mit den gelben Blitzen. Hier Dingsbums mit den anderen Blitzen. Das ist schon abgefahren. Ne? So ein bisschen Power Ranger mäßig. Gehen wir mal hier wieder zurück. Schallender Aufprall. Also optisch auf jeden Fall cool. Und für alle, die mit Hämmern gerne spielen, ist es vielleicht was. Für mich tendenziell eher nicht. Jetzt Speere. Speere sind geil. Liebe ich. Und hier haben wir Crit-Chance. Das ist toll. Also, auch hier für mich optisch, ja, der Nachtkönig lässt grüßen aus Game of Thrones. 40 Crit-Chance im Kampf haben wir mehr. Das vielleicht in Kombination mit einem anderen geilen Speer könnte ich mir gut vorstellen an sich. Gehen wir mal ein in die Waffenkategorie und ranken das mal durch, wie es hier im Kontext der Speere. Also Gaibolg, absolut OP. Absolut broken, dieser Speer. Total krass, kann ich nur empfehlen. An Speeren haben wir ansonsten hier noch ein paar, ja, die sind nicht so das Gelbe vom Ei, aber Gungnir ist echt der Shit und gratis. Ja, also erhöhte Reichweite von Gungnir ist wirklich sehr, sehr gut. Fafnirs Zahn ist nix, der Bannerträger ist nix. Das ist auch nichts, das auch nicht. Nee, also ich würde wirklich sagen, Goldstrahl, ja, der ist auch ziemlich OP. Doch, der war ziemlich OP. Ich würde sagen, es reiht sich ein mit Gaibolg, Gungnir, Goldstrahl und Blitzschlag. Also Crit-Chance ist schon okay. Aber ich würde sagen, Goldstrahl und Gaibolg in Kombination sind absolut broken, weil du dann Blitzeffekte hast plus einen Lichtangriff vom Himmel. Das sind, glaube ich, so die Speerkombi, die ich mittlerweile spielen würde und kein Gungnir mehr. Ist allerdings das Ding mit Mikrotransaktionen. Das sind so die Waffen. Finde ich ganz geil. Könnten wir vielleicht nochmal hier so ein bisschen austesten, was so abgeht. Ob ich jetzt einen Buff kriege oder nicht. Kriege ich einen Buff? Ja, ich glaube, ich war im Kampf. Das scheint gezählt zu haben. Coole Sache. Ziehen wir nochmal. Also, würde ich mir das kaufen an eurer Stelle, um direkt schon mal euch eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung? Nee. Wenn, dann wäre es ein Optikkauf. Vom Bogen würde ich abraten, weil man den halt nicht sieht. Außer auf dem Rücken. Das sieht dann schick aus. Ja, aber that's it. Bei der Benutzung nimmst du ihn nicht wirklich wahr. Ansonsten finde ich halt den Speer gut und das Schwert tatsächlich. Das sind gute Items von den Stats her. Würde ich euch den Kauf empfehlen? Nein. Wenn man es überhaupt nicht braucht. Macht es vielleicht Spaß? Ja, weil es blitzt und cool ist. Ja. Ist immer noch die Frage, braucht man in Valhalla Items das 100.000ste Item? Meiner Meinung nach eher nicht. Es gibt so viele tolle Items bereits schon kostenlos in Valhalla. Meiner Meinung nach absolut kein Bedarf. Also ich würde tatsächlich sagen, holt euch das nicht. Ja. Das ist das Fazit des Videos. Außer ihr sagt, diese Optik ist genau, was ich brauche. Ansonsten nicht. Wie bei so vielen Mikrotransaktionen. Aber ich wollte es euch vorstellen und mein Ziel ist es ja auch immer so ein bisschen, euch weiterzuhelfen und vielleicht habt ihr dann einfach die Möglichkeit zu sagen, yo, ich hol's mir doch, einfach nur, weil die Optik mir so gefällt und das ist mir das Geld wert, oder ich hol's mir nicht und dann habe ich euch ein bisschen Geld gespart. Dann freue ich mich natürlich auch. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das holen werdet und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video, wenn es heißt, die besten Waffen für viel Geld. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch noch ein traumhaftes Wochenende oder Woche. Je nachdem, wann das Video rauskommt. Ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.